So, und jetzt könnte man doch eigentlich aufbrechen zu einer modernen Alzheimer-Therapie. Was wollen wir? Wir wollen verhindern, dass diese Pathologie entsteht. Und ich habe es schon deutlich gesagt, wir wollen verhindern, dass die Pathologie entsteht. Was die gegenwärtigen Therapieansätze machen, die gehen von Patienten aus, die die Pathologie bereits haben und versuchen dann, das Ganze zurückzudrehen. Und daran scheitern die ganzen klinischen Versuche im Moment. Ich glaube eben, dass es ein Riesenfehler ist, so vorzugehen, wie der gute Herakles das gemacht hat. Als Herakles gealtert hat, als Muskelprotz, hat er natürlich kapiert, dass jetzt ein Problem auf ihn zukommt. Ja, mit den Muskeln, das klappt nicht mehr so ganz. Und da kommt halt Geras, der König, der Gott der Alterung. Und Herakles war ganz schlau und denkt, na, ich packe einfach meine Keule aus und da schlag den Kerl einfach und dann habe ich ihn los. Aber so einfach geht es nicht. Ich finde, die Philosophen in Griechenland, die waren viel schlauer. Der Alkaios hat eine viel bessere Idee gehabt. Der hat nämlich schon 600 vor Christus was ganz Einfaches gesagt. Was fruchtet es, ob du dich auch sorgst und härmst? Das beste Mittel, Freund, bleibt immer, und jetzt kommt's, Wein sich zu holen und froh zu zechen. Kann man wohl durchaus empfehlen, wenn man nicht zu viel zecht. Und tatsächlich, in dem Wein ist sogar was drinnen, was uns vor Alzheimer, wenn nicht schützt, aber ein bisschen hilft, den Alzheimer langsamer zu entwickeln. Jetzt würde ich aber auf keinen Fall empfehlen, dass jeder nach Hause geht und sich eine Flasche Wein holt und jeden Abend eine volle Flasche Rotwein trinkt. Keine gute Idee, logischerweise. Es geht nämlich auch dummerweise in Alkoholdemenz und die ist ganz fürchterlich und vollkommen unheilbar, weil nämlich dann die Nervenzellen tot sind. Geistiges Training. Klar, unsere Lebensumstände, unsere Umwelteinflüsse beeinflussen ganz klar die Entwicklung der Alzheimer-Erkrankung. Aber ich sage gleich voraus, die können die Krankheiten, egal wie wir leben, nicht verhindern. Geistiges Training, klar. Ja, dieses Buch, die lateinische Grammatik, hat mich über Jahre hinweg gequält. Ich würde das fast als Folter bezeichnen. Und wenn man dieses Buch aufschlägt, ist es unvorstellbar, dass man sich so einen Kram überhaupt merken kann. Das ist völlig, völlig unmöglich, meiner Meinung nach. Sieht alles gleich aus und dann wird es noch abgefragt und muss alles zack, zack gehen. Unvorstellbar. Aber wenn wir uns mal angucken, wie unser Gedächtnis funktioniert, lernt man Folgendes. Wenn man seine Lateinvokabeln oder die Grammatik so lernt, wie ich das gemacht habe, weil ich faul war, nämlich gar nicht, dann kommunizieren Nervenzellen überhaupt nicht miteinander. Das interessiert ihn nicht. Klar, logisch, was sollen die auch, ja? Wenn man das Buch nicht aufschlagt. Ja? In der großen Not, weil jedes Jahr die Versetzung gefährdet war, habe ich hier und da das Buch doch mal für 5 Minuten aufgeschlagen. Dann kommunizieren die Nervenzellen miteinander und schütten so ein bisschen Botenstoffe aus. Dummerweise verpufft das Ganze, bis der Lehrer kommt. Ja, das hilft nicht viel. Das merkt ihr auch sofort. Ja. Was man machen muss, und da muss ich meinen ehemaligen Lateinlehrern wirklich recht geben, da hilft nur eins. Das ist Pauken, Pauken, Pauken. Und die wussten das damals schon, obwohl man zum damaligen Zeitpunkt keine Ahnung hat, wie das Gedächtnis molekular funktioniert. Eric Kandel hat das Jahrzehnte später rausbekommen und dafür einen Nobelpreis bekommen. Was bei Pauken nämlich passiert ist, dass Nervenzellen neue Verbindungen miteinander bilden. Und in diesen neuen Verbindungen, die miteinander kommunizieren können dann, ist das Gedächtnis festgelegt. Da können wir uns Vokabeln merken, Wörter merken, Grammatik merken, alles Mögliche merken, was wir wollen. Und wir müssen es ständig wiederholen. Und der Punkt ist auch der, wenn wir aufhören zu wiederholen, wird es immer wieder weniger und weniger. Und die Verbindungen gehen verloren. Das heißt, wir müssen unser Gedächtnis trainieren. Und damit hängt es mit Sicherheit auch zusammen, dass ein Patient, der langsam einen Alzheimer entwickelt, wenn der parallel sein Gedächtnis ständig fordert und fordert, das Gehirn ist plastisch, dann kann man solche kleinen Verluste zumindest umgehen. Was ist mit Sport? Ganz klar, jeder möchte gerne so aussehen und nicht so. Auf jeden Fall kann ich nur empfehlen, Fettleibigkeit und Ähnliches ist ganz klar förderlich für Alzheimer. Und können wir das beweisen? Klar, können wir. Wir haben Tiermodelle entwickelt, in der sich die Alzheimer-Pathologie so etwa nachvollziehen lässt. Diese Tiere entwickeln Plaques im Gehirn, wie der Mensch auch. Und wir haben das ganz einfach gemacht, indem wir die gleichen Genveränderungen ins Genom der Maus reinbringen, die bei Menschen mit genetisch vererbten familiären Alzheimer vorrufen. Das heißt, damit haben wir eine besonders aggressive Form und kriegen im Allgemeinen so etwa nach einem Jahr oder halben Jahr die ersten Plaques und zeigen dann auch Gedächtnisprobleme. Aber jetzt, wie machen Sie einen Mini-Mental-Test bei Mäusen? Ist ja gar nicht so einfach. Ja? Ich kann die Maus nicht fragen, welcher Tag heute ist oder die Bundeskanzlerin heißt. Geht nicht. Aber Mäuse schwimmen nicht gern und wenn man die Mäuse in eine Badewanne wirft, wo irgendwo eine kleine Plattform ist, wo sie sich retten kann, dann schwimmt die erstmal wild durch die Gegend beim ersten Mal und irgendwann per Zufall trifft sie die halt die Plattform und rettet sich. Und wenn man das wiederholt und wiederholt,
dann wird die eines Tages sich gemerkt haben, wo die Plattform ist und schwimmt exakt drauf zu. Und genau das kann man natürlich dann schön messen mit den Alzheimer-Mäusen und die können das nicht, die lernen das nicht mehr. Also auf die Art können wir das Gedächtnis in Mäusen testen. So, und jetzt können wir ein körperliches und geistiges Training durchziehen in Mäusen. Und es geht ganz einfach. Wir können diese genetisch veränderten Mäuse, die Alzheimer bekommen, und die alle genetisch absolut identisch sind, die sind identisch als eineiige Zwillinge, in zwei verschiedene Käfige setzen. Einmal einen normalen Käfig, wo sie gerade Futter haben, Spreu, alles super sauber und ordentlich ist, aber sonst nichts. Oder in einen Käfig, wo sie ein Laufrad haben, um Sport zu machen, alle zwei Tage frisches Spielzeug bekommen, was sie erforschen können. Und dann können wir gucken, wie entwickelt sich das Gedächtnis. Mäuse sind, wie gesagt, genetisch identisch. Diejenigen, die in einem normalen Käfig leben, zeigen reduziertes Gedächtnis und entwickeln viel Plaques. Diejenigen, die in einem Käfig leben, wo es alle zwei Tage neues Spielzeug gibt, wo sie ein Laufrad haben für Sport, zeigen deutlich besseres Gedächtnis und deutlich weniger Amyloid-Plaque-Pathologie. Und das sollte einen zu denken geben. Auf die Art, wenn man sich körperlich und geistig beschäftigt, kann man vielleicht die Krankheit zumindest etwas rauszögern. Verhindern allerdings sicherlich nicht. Auch die Mäuse bekommen irgendwann den Alzheimer. Was macht man eigentlich gegenwärtig zur Behandlung von Alzheimer? Und praktisch alle Patienten bekommen im Moment ein Medikament, was diese Botenstoffe, die Kommunikation durchführen zwischen den Nervenzellen, stabilisiert, sodass wir mehr von den Botenstoffen haben. Das ist an sich eine gute Idee, weil die Botenstoffe nehmen ab in der Konzentration im Alzheimer-Patienten. Aber warum nehmen die denn ab? Die nehmen deswegen ab, weil die Nervenzellen sterben. Die Nervenzellen produzieren den Botenstoff. Das heißt, auf Dauer kann diese Behandlung nicht funktionieren, weil die Nervenzellen weiterhin sterben. Und irgendwann brauche ich die Botenstoffe nicht mehr zu stabilisieren, weil sie eh nicht gemacht werden. Wir brauchen also tatsächlich eine moderne Therapie, basierend auf den molekularen Mechanismen. Und wir sollten tunlichst zusehen, dass wir von vornherein verhindern können, dass diese Amyloid-Plaque-Pathologie und diese Bündel in den Nervenzellen überhaupt auftreten. Worauf will ich raus? Wir können natürlich versuchen, diese Scherenenzyme zu blockieren. Und darauf ist die Pharmaindustrie spezialisiert. Die machen das seit vielen Jahren. Für viele andere Erkrankungen, wo auch so Scherenenzyme eine Rolle spielen. Und diese Scherenenzyme haben wir im Labor charakterisiert und isoliert. Und die funktionieren tatsächlich wirklich bildlich wie eine Papierschere. Die bestehen aus zwei Klingen, die mit Schrauben zusammengehalten werden und schnappen regelrecht zu. Dieses Zuschnappen dieser Scherenmoleküle kann man leicht blockieren, indem man chemische Substanzen entwickelt, die sich genau zwischen die Klingen einlagern und so das Zuschnappen wirklich wörtlich der Schere verhindern. Diese hat man entwickelt, es hat Jahre gedauert, es geht nicht so schnell, aber immerhin, die hat man entwickelt gegen beide Arten von Scheren und bereits auch in Patienten getestet. Jetzt können Sie sich schon vorstellen, das Ganze hat ein Problem. Diese Scherenenzyme, die sind im Gehirn nicht dazu da, Alzheimer zu verursachen. Die machen was ganz anderes. Die haben nämlich viele ganz, ganz wichtige biologische Aufgaben im Gehirn. Und wenn man diese Scheren, wie das leider gemacht wird in den klinischen Versuchen, zu 100% oder nicht 100%, aber vielleicht zum Großteil blockiert, dann werden diese biologisch wichtigen Vorgänge, die diese Scheren normalerweise durchführen, genauso blockiert. Und das hat katastrophale Folgen, wie man leider auch in den klinischen Versuchen dann gesehen hat, trotz aller Warnungen übrigens. Das heißt, hier treten tatsächlich regelrecht Kollateralschäden auf. Wenn wir jetzt mal so eine Nervenzelle anschauen, so eine Nervenzelle hat lange, lange Fortsätze, die reichen teilweise vom Rücken bis runter in die Zehen, also teilweise einen Meter lang, und da fließt ein Strom. Und diese Nervenfortsätze müssen deswegen isoliert werden, ganz ähnlich wie ein elektrisches Kabel halt auch. Und diese elektrische Isolation, die kann man sehr schön sichtbar machen, die können wir im Querschnitt im Elektronenmikroskop sehen und diese schwarze Substanz, diese schwarzen Ringe, die Sie hier sehen, das ist im Querschnitt genau diese Isolationsschicht, die wie beim elektrischen Kabel letztendlich für die Isolation da ist. Jetzt kann man Patienten behandeln, oder auch Mäuse, mit so einem Scherenblock-Inhibitor. Und was wir gefunden haben, war, dass zumindest eine der beiden Scheren eine ganz, ganz wichtige Funktion hat. Diese Schere wird gebraucht, um die Dicke der Isolationsschicht exakt festzulegen. Die Dicke der Isolationsschicht ist für jeden Nervenzellfortsatz basierend auf dessen Durchmesser exakt festgelegt. Und diese exakte Festlegung, das macht die Schere. Das heißt, wenn wir die Schere nicht da haben, passiert was ganz Schlimmes. Die Isolationsschicht dieser Nervenzellen wird nicht mehr dick genug. Das heißt, diese Isolation, das isoliert man praktisch,
hört auf, sich um die Nervenzellen sich außenrum zu wickeln, viel zu früh. Und dadurch gibt es keine richtige elektrische Isolation. Und das ausgerechnet im Gehirn. Und das ist natürlich genau das, was wir Patienten nicht sehen wollen. Was kann man noch machen? Wir können natürlich versuchen, Patienten von vornherein zu schützen gegen Alzheimer. Kann man machen, indem man impft. Sie alle kennen Polioimpfung zum Beispiel. Mit dieser Impfung, mit einem abgeschwächten Virus, konnte man die Erkrankung praktisch weltweit ausrotten. Warum machen wir das nicht auch mit Alzheimer? Schöne Vision. Wir können natürlich impfen, genau mit dem Stoff, der die Krankheit verursacht, nämlich den Amyloid. Wenn wir das machen, produziert der Körper Antikörper. Diese Antikörper gehen ins Gehirn, setzen sich auf die Plaques drauf und stimulieren dann Fresszellen im Gehirn, die diese Plaques dann erkennen und relativ schnell abbauen. Und genau das hat man jetzt gemacht. In den Mäusen funktioniert das schon unglaublich gut. Was Sie hier sehen, ist eine unbehandelte Maus, die hat Plaques im Gehirn, wie ich es Ihnen vorhin beschrieben habe. Jetzt behandeln wir die Maus gleich zu Beginn oder kurz nach ihrer Geburt mit einem Antikörper gegen dieses Amyloid. Und was wir sehen, die geimpfte Maus macht keine Plaques mehr. Und im Gedächtnistest schneidet die perfekt ab. Das heißt, absolut unglaubliches Ergebnis. Als es 99 publiziert wurde, dachten wir alle erstmal, vielleicht stimmt es nicht. Dann haben natürlich viele, viele Labors das nachgemacht. Stimmt 100%, lässt sich in allen möglichen Tiermodellen für Alzheimer nachvollziehen, mit allen möglichen unterschiedlichen Antikörpern. Das Ergebnis stimmt 100%. So, was passiert im Menschen? Natürlich können wir Menschen nicht einfach behandeln und anschließend das Gehirn aufschneiden und gucken, was mit den Plaques passiert. Das geht logischerweise nicht. Aber es gibt eine neue, fantastische Methode, die die klinische Forschung im Alzheimer dramatisch weitergebracht hat. Wir können Plaques im Gehirn mit bildgebenden Methoden, mit dieser Röhre, regelrecht sichtbar machen. Und was Sie hier sehen, ist das Gehirn eines normalen Patienten und eines Alzheimer-Patienten. Das ist ein Querschnitt durchs Gehirn durch, nur durch die Ebene des entsprechend aufgenommenen Bilder. Und je röter hier die Farbe ist, umso mehr Amyloid-Plaques sind da. Und Sie sehen, der Alzheimer-Patient ist voll mit Amyloid-Plaques, der normale junge Patient, Proband hier hat praktisch keine Plaques. Das heißt, wir können jetzt aufgrund der Rotfärbung im Gehirn feststellen, wie viele Plaques da sind oder wie viele Plaques entfernt wurden. Und genau das hat man jetzt gemacht. Man hat die Idee, jetzt impfen wir die Patienten mit einem künstlich hergestellten Antikörper gegen das Amyloid ein Jahr lang und schauen mal, ob wir die Plaques loskriegen. In diese Studie wurden natürlich Patienten rekrutiert, die bereits Alzheimer hatten, in einem sehr milden Stadium, sehr, sehr milden Stadium. Und man hat natürlich mit der Bildgebung nachgeschaut, kann man das denn sichtbar machen, dass die auch wirklich Plaques haben? Weil wir wollen ja klar sicher gehen, dass wir auch die richtigen Patienten in der Studie haben und nicht im Parkinson-Patienten oder in anderen Patienten mit einer anderen Demenz. Und das geht. All diese Patienten, die in die Studie eingezogen wurden, waren in diesem Imaging-Verfahren, in der bildgebenden Verfahren, positiv für Amyloid. Die hatten eine Rotfärbung zu Beginn. Und wenn man jetzt über ein Jahr hinweg Antikörper zugibt in den Patienten, sieht man, dass diese Antikörper tatsächlich dafür sorgen, dass die bereits vorhandenen Plaques regelrecht verschwinden und neue nicht mehr entstehen können. Und was Sie hier sehr schön sehen können, ist, dass das Ganze sogar dosisabhängig stattfindet. Je mehr ich von dem Medikament, von dem Antikörper gebe, umso weniger Rotfärbung ist im Gehirn, umso weniger Plaques sind da. Ein absolut fantastisches Ergebnis. Hätten Sie mich gefragt vor 20 Jahren, ob ich sowas jemals in meiner Karriere erleben würde, hätte ich nur gelacht und gesagt, niemals, das wird nicht gehen. Wir sind so weit, dass wir Medikamente haben und nicht nur die Antikörper, auch die Schienenblockaden, auch die schaffen es, Ähnliches im Menschen zu bewerkstelligen. Wir können die Anzahl der Plaques definitiv im Menschen reduzieren. So, aber jetzt kommt die ganz große Frage. Was passiert mit dem Gedächtnis? Das ist das Entscheidende. Und das ist das ganz Schlimme. Der Gedächtnisverlust kann definitiv trotz abgeräumter Plaques nicht aufgehalten werden. In Minimente haben die Patienten dann am Ende der Studie trotzdem 0 Punkte, obwohl die Plaques weg sind. Das ist die Maximalkatastrophe. Die Süddeutsche Zeitung hat das sehr schön beschrieben in einer Schlagzeile auf der ersten Seite, die besagte, dass die Alzheimer-Forschung grandios versagt hätte. Also wie man grandios versagen kann, weiß ich nicht, aber so steht es da. Was hat man daraus gefolgert? Man hat natürlich daraus gefolgert, dass wir alle zu blöd sind, am richtigen Zielmolekül zu arbeiten, um es mal richtig lapidar auszudrücken. Und ich kann nur eins sagen, das ist Unsinn,
Das ist absolut, wir arbeiten alle an den richtigen Zielmolekülen. Die Genetik hat Ihnen das gezeigt und die kann man einfach nicht um den Tisch fegen, auch wenn das manche gerne tun. Das sind Fakten, die sind da und die bestehen. Was ist das Problem? Diese Studien, die sind zwar gescheitert, wie man so schön sagt, aber jede gescheiterte Studie hat einen Grund. Und was man herausbekommen hat, ist, dass diese Studien deswegen gescheitert sind, weil man einfach zu spät losgelegt hatte. Wir haben bis vor wenigen Jahren gar nicht gewusst, dass die Erkrankung 20 bis 30 Jahre vorher angelegt wird im Gehirn, bevor der Arzt überhaupt irgendwelche Symptome sieht. Das heißt, wir müssen wesentlich früher mit unseren Behandlungsstrategien beginnen, viel, viel früher. Nicht erst, wenn der Patient bereits Schädigungen im Gehirn hat, sondern Jahrzehnte vorher. Das macht die Sache unglaublich schwierig. Ich zeige Ihnen das jetzt mal hier anhand von dieser bildgebenden Methode. Da hat man Patienten untersucht mit familiären Alzheimer, von denen man exakt weiß, wann sie die Krankheit bekommen. Und was ich Ihnen jetzt zeige hier, ist eine Überlagerung von allen Daten, die man hatte von diesen Patienten, in einem Gehirn. Und Sie werden dann eine Veränderung der Farbe in dem Gehirn sehen. Und diese Veränderung der Farbe zu mehr Rot hin zeigt Ihnen, wie viele Plaques da drinnen sind im Gehirn. Und unten läuft die Uhrzeit ab, die Zeit ab. Wir starten mit minus 25 Jahre, das heißt 25 Jahre, bevor der Arzt überhaupt irgendwas sieht. Und wenn wir den Film jetzt ablaufen lassen, läuft jetzt die Uhr unten runter, wir sind jetzt minus 22, minus 21 Jahre. Und was Sie oben sehen, ist gleichzeitig, dass das Gehirn schon 20 Jahre, jetzt 15 Jahre vor Beginn der Erkrankung, immer röter und röter wird. Das heißt, es sind massiv Plaque-Ablagerungen da und das Gehirn ist bereits geschädigt, bevor die Erkrankung überhaupt ausbricht. Erst jetzt, und es geht schon knallrot, nähern wir uns dem Beginn der Erkrankung. Exakt zum jetzigen Zeitpunkt, jetzt wird der Arzt überhaupt irgendwelche Symptome sehen. Und dann ist es natürlich logischerweise zu spät. Warum sehen wir vorher nichts? Es hat ganz klar den Grund, unser Gehirn ist extrem plastisch und kann viele Schädigungen relativ leicht umgehen, indem es neue Verbindungen knüpft, ähnlich wie ich das vorhin beim Gedächtnistraining beim Pauken gezeigt hat. So, das Problem ist damit, eigentlich schon perfekt in der Amyloid-Kaskade geschildert. Nur hat die Amyloid-Kaskade einen kleinen, aber entscheidenden Fehler. Wir haben bisher immer so gedacht, die Kaskade fängt wirklich da an, wenn das Amyloid anfängt, in den Wasserfall herunterzufallen. Dann löst die Plaques aus, die Bündel sind in den Zelltod. Ganz so ist es nicht. Das Amyloid steht ja am völlig falschen Platz. Eigentlich müsste das Amyloid so einzeichnen, dass es meilenweit stromaufwärts schon stattfindet, eventuell sogar schon zu Beginn, da wo die Quelle ist, sprich beim Neugeborenen. Und diese Kaskade, die extrem früh angestoßen wird, stößt dann die nächsten pathologischen Prozesse an. Und die nächsten pathologischen Prozesse, diese Bündel, die in den Nervenzellen auftreten, können in dem Moment, wo sie initiiert wurden, sich unabhängig von dem Amyloid vermehren und im Gehirn ausbreiten. Das heißt, die brauchen das Amyloid gar nicht mehr. Das heißt, wenn das Amyloid 20 Jahre vorher die Krankheit ausgelöst hat, und wir kommen 20 Jahre später mit der Amyloid-Therapie, sind wir einfach 20 Jahre zu spät. So, was können wir jetzt überhaupt machen? Ich bin der Meinung, dass wir für jeden einzelnen Schritt in dieser Kaskade Medikamente entwickeln müssen, für jeden. So, dass wir einen Patienten genau zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Medikament behandeln können. Dazu müssen wir aber den Patienten entsprechend einstufen, an der richtigen Stelle der Kaskade. Und dazu brauchen wir sogenannte Biomarker. Das sind Moleküle, die wir im Blut oder auch im Gehirnwasser von Patienten nachweisen können und aufgrund derer wir hoffentlich sagen können, auf welchem Stadium sich der Patient gerade befindet. Und dann für jeden Patienten individuell bestimmen, welches Medikament gegen welchen Schritt der Kaskade oder welche Kombination von Medikamenten vielleicht die richtige ist. Und damit glaube ich schon, dass bei all dem Hoffnungslosigkeit, die durch Zeitungen verbreitet wird momentan, doch eine gewisse Hoffnung vorhanden ist. Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass wir schon einige Medikamente haben. Die haben es nicht sicherlich, wie die Scheren-Inhibitoren, ihre Tücken. Aber wir haben Medikamente, die es schaffen, schon mal die Plaques zu entfernen und Neubildung von Plaques zu verhindern. Damit sind wir damit zumindest mal auf dem richtigen Weg. Aber der Weg wird lang und steinig sein, weil wie gesagt, wir brauchen viel mehr Medikamente gegen die weiteren Schritte der Amyloid-Kaskade. Und da wird noch viel, viel Zeit vergehen, bis wir da überhaupt angekommen sind, dass wir diese Medikamente haben. Und wie gesagt, Biomarker müssen auch entwickelt werden. Vielen Dank.